Und heute zeige ich euch mal das Chip-Equipment, also das Functional-Equipment. Deshalb sind wir auch hier in der Functional-Area gerade. Und ich möchte euch zeigen, wie man das Ganze benutzt. Das heißt, damit ihr euch auch mal traut, dieses Equipment für euer Training einzusetzen, um auch einmal ein bisschen variabel zu sein, nicht immer nur die Geräte zu verwenden, sondern auch hier einfach spielerisch coole Übungen zu machen. Deshalb zeige ich euch pro Equipment jeweils zwei Übungen und ja, wir legen los. Wenn ihr im Fitnesscenter seid, also zumindest im Clever Fit ist das so, dann habt ihr hier eine ganz große Auswahl an bestimmten Dingen, die euch vielleicht jetzt komisch vorkommen. Also das sind zum Beispiel die Core Bag, die Bulgarian Bag, dann haben wir hier verschiedene Bälle, Kettlebells, Reifen. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten und man kann damit extrem coole Übungen machen. Und es wäre schade, wenn ihr die nicht nutzt, denn sowas hat man halt nicht zu Hause, sowas hat man nur im Fitnesscenter. Und ja, ich würde sagen, beginnen wir gleich mal mit der Bulgarian Bag. Bei den Bags habt ihr hier immer die Kilo angeschrieben, das ist jetzt zum Beispiel 5 Kilo, dann die blaue wäre 8 Kilo und die hier ist schon etwas schwerer, die ist 12 Kilo, die schaffe ich selber nicht mal. Wir nehmen jetzt mal die 5 Kilo und die erste Übung wären Lunges, Walking Lunges damit. Das heißt, Schritt nach vor. Die nächste Übung mit diesem Equipment hier wird eine Rückenübung sein. Deshalb verwende ich auch ein bisschen mehr Gewicht jetzt. Das wäre Rudern. Das heißt, wir machen eine Ruderbewegung, wie als hätten wir eine Langhantelstange. Wir haben jetzt das Gewicht hier jetzt unten an den Armen dran. Haben wir 1 Kilo, 2 Kilo, das geht bis 5 Kilo hinunter. Sehr, sehr praktisch, um hier wirklich zu schauen, was passt am besten vom Gewicht her für mich. Ich werde jetzt mal die 3 Kilo nehmen, das passt gut. Und zeige euch jetzt gleich die erste Übung damit. Mit dem Ball machen wir jetzt eine Bauchübung. Und zwar heißt die Russian Twist. Und das Ganze funktioniert so. Ihr nehmt den Ball, lehnt euch ein bisschen zurück, Bauchspannung. Und dreht euch einmal rechts, einmal links. Das werdet ihr ganz, ganz schnell im Bauch spüren. Ziemliches Brennen. Die zweite Übung mit unserem 3 Kilo Ball hier wird eine Übung, die Squat-ähnlich ist. Es sind sehr dynamische Squats. Und zwar mit dem Ball einmal hinunter und während dem Aufstehen den Ball schießen und beim Fangen gleich wieder in den Squat hinein. Das ist besonders eine gute Übung für den Schluss von einem Training. Wenn man noch ein bisschen Energie und Power übrig hat, die killt einen definitiv am Ende nochmal richtig. Es geht weiter mit den Core Bags. Hier gibt es auch wieder verschiedene Abstufungen von Gewichten. 5, 10, 15, 20, 25. Ihr seht, es geht in 5 Schritten. Sehr, sehr gut, auch um hier sein perfektes Gewicht zu finden für die Übung. Es sind ähnliche Übungen wie mit der Bulgarian Bag, aber ich zeige euch jetzt zwei, die ihr noch nicht so kanntet. Einmal eine für den Bauch oder für den ganzen Core und die andere für den Rücken. Ausgangsposition wäre die High Plank Position. Arme gestreckt, wir gehen in die Plank Position. Alles bleibt ganz starr, es darf sich nicht bewegen. Und jetzt, so, ziehen wir das Gewicht unter dem Körper durch auf die andere Seite. Zweite Übung mit diesem Equipment hier, Coreback, ist für den Rücken und zwar für den unteren Rücken. Das heißt, wir beanspruchen
erfolgt in Bauchlage. Ich zeig's euch mal. Gymnastikballbaum, schaut euch das mal an. Sieht aus wie so ein Fitness-Weihnachtsbaum. Mit diesem Ball kann man auch richtig schöne Übungen machen, das zeige ich euch heute mal. Zwei, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Übungen, aber ich zeige euch eine für den hinteren Oberschenkel und eine für den Bauch, die ich sehr, sehr gerne mache mit diesem Ball. Von der Größe her, ja, es gibt verschiedene Größen. Für mich passt am besten diese Größe hier. Bauch mal so richtig foltern und beanspruchen wollen, ist jetzt diese Übung perfekt. Was ihr bei uns im Cleverfit auch in eigentlich jedem Studio vorfindet, sind diese Seile, auch genannt Battling Ropes. Die sind sehr, sehr cool zum Trainieren, vor allem für die Arme, schön definierte Arme, also für die Schultermuskulatur. Und ich zeige euch natürlich jetzt gleich mal, wie man die einsetzt. Wir haben hier ein dickes Seil und ein dünneres Seil. Das dünnere ist natürlich das leichtere, deshalb nehmen wir jetzt mal das hier. Das Einzige, was ihr braucht für die Übung, ist ein bisschen Platz, denn ihr müsst das Seil natürlich hier spannen. Gönne ich mir jetzt einmal die Black Roll. Die liegen hier bei uns im Cleverfit auf. Sehr, sehr angenehm, um die Muskeln danach schön auszurollen, die Faszien zu bearbeiten und natürlich auch ein bisschen relaxen und zur Entspannung. Und auch spielerisch cooler zu gestalten. Und das Ganze geht eben mit dem bestimmten Equipment. Und im Cleverfit haben wir jede Menge davon. Kommt gerne mal vorbei, schaut es euch an und probiert auch gerne meine Übungen aus. Ihr werdet sehen, das schaut zwar kinderleicht aus, aber ihr werdet richtig ins Schwitzen kommen. Und es ist mal Abwechslung zu den normalen Fadengeräten. Also viel Spaß in der Functional Area und bis zum nächsten Mal.